Ja, Leute, was geht ab? Schiefkrieger hier mit einem neuen Unboxing. Endlich, ne? Ja, ich gehe jetzt mal nicht näher ran. Das ist. Ich mach mal Licht aus, ganz kurz, Leute. Jo, Leute, das ist Dragon Ball Xenoverse Trunks Travel Edition, ja? Es ist eine, sagen wir es mal so, limitierte Edition. Da ich, wie ihr wisst, ja ein, ja, sehr großer Dragon Ball Fan bin. Also ich bin sehr ein großer Fan. Ne? Ich war noch in der Kindheit da, wo Dragon Ball wirklich noch lief. Sehr lange. Oft jede Folge habe ich gesehen, genauso wie GT. Nicht wie heute, Berlin Tag und Nacht. Nicht, dass ich was dagegen habe, aber ich gucke mir das auch nicht an, diesen Dreck. Kann ich mir direkt irgendeinen Scheiß reinziehen. Aus dem Drückenbart zeige ich erstmal alle Ecken links, rechts, oben und sowas. Dragon Ball Xenoverse steht da. Genau das gleiche. Da ist die Figur und da steht auf Deutsch: Enthält Trunks Master Star Pieces 25 cm Figur mit exklusiven Farbgebung. Wem es gefällt. Oben steht noch: Erstelle deinen eigenen Charakter, eigenen Super Saiyan und rette die Dragon Ball Geschichte. Abgehoben! Könnte man so sagen. Jo, wahrscheinlich. Ja, eigentlich ist ganz cool gemacht, muss man zugeben. Da öffnen wir es einfach mal. Mit dem Buttermesser des Todes. Lalalala. Also, ich öffne es mal hier. Ich scheiße, aber wie ihr wisst, auf die Folie so gerne. Leider kein Kameramann. Kameramann ist nicht da. Leider, ne? Leider. Leider. Hier ist die Edition. Endlich aufgekriegt. Was mich freut, ist es Pappe. Es ist Pappe und nicht Papier. Also gucken wir mal. Hier ist das Spiel drin. Dragon Ball Xenoverse. Krass, Alter. Das war's. Okay, wie kriege ich es auf? Ja, wir gehen erstmal natürlich an die Figur und als letztes an das Spiel. Da ich jetzt das Spiel als allerletztes machen will, gerne. Jo, wahrscheinlich machen wir den hier. Es ist eine ganz spezielle Figur, wie ihr wisst. Oder wie ihr auch nicht wisst, ne? Manche wissen ja, na, was mache ich denn da? Oh mein Gott, ist das eine lange Figur. Woo! 25 cm habe ich mir jetzt anders vorgestellt, leider. Erstmal das rausholen. Ja, geil. Jetzt mach ich mal das Licht an wieder. Oh, meine Beine. Meine Beine tun so sehr weh. Okay, hier ist auch noch das Schwert drin, ne? Wie es aussieht. Ich werde die. Nein, ich wurde allein verpackt. Ich fasse es nicht. Auch nicht allein, sondern im Sinne von allein. Hier ist das Ding. Hamrad, ich versuche das jetzt mal irgendwie so. Okay, nicht so. Wenn dann andersrum. Andersrum. Ne, nicht so bin ich behämmert, Alter. Ich mach's mal lieber mit der rechten Hand. Boah, nein, das hat sich schrecklich angehört. Ich tu mal ganz kurz die Kamera hin. Leute, Leute, wie geht denn die da rein? Ah. Hui, hui, hui. Ja, Leute, hab's geschafft. Sorry für dieses Unboxing. Ja, guckt euch den mal an, ohne Mist. So schön gemacht. Oh mein Gott. Ein Orgasmus pur. Nein. Aber auf jeden Fall, oh, guckt euch den an. Boah, den tue ich mir irgendwo genüsslich hin. Den gönne ich mir mal so derbe. Boah, okay. Bevor wir weitergehen, gehen wir jetzt mal endlich mal zum Spiel. Dafür seid ihr überhaupt hier. Das Game.
Das Game. Hier ist das Game. Natürlich Dragon Ball Xenoverse. Das zeige ich mal letzt. Was ist das? Das sind 1500 Punkte für irgendwas. Keine Ahnung. Und so gesehen interessiert es mich ja auch nicht. Das Spiel ist hier Dragon Ball Xenoverse. Läuft um jeden Fall, muss ich zugeben. Und hier ist auch das Poster, was schon angesprochen wurde. Oh, Leute, es tut so gut. Ein neues Unboxing ohne Mist. Ich hab's gehört, Scheiße. Hier ist es. Das Poster. Natürlich achtmal gefaltet, wie es sein muss. Oh, Leute. Ich freue mich. Auf jeden Fall, wenn ihr mehr sehen wollt, lasst mir ein bisschen ein Like da. Wäre ganz nett von euch. Natürlich sehe ich an den Likes auch, dass ich noch mehr produzieren soll von denen. Also von den ganz, also nochmal ein paar Unboxings machen sollte. Seht ihr nochmal schön alles genüsslich, ne? Jo, Leute, dann bin ich mal weg. Das war euer Schiefkrieger, das war Dragon Ball Xenoverse und ich bin hier raus. Ciao!